Moin Moin und hallo, hier ist der Kabosch und ich begrüße euch in Star Wars The Old Republic und wir befinden uns hier auf dem Server mit dem neuen Patch 2.1, welcher ja einige Inhalte in das Spiel implementiert hat, unter anderem im Kartellmarkt finden wir jetzt bei neu hinzugefügt die ganzen neuen Sachen, die es jetzt gibt, zum Beispiel die Maske des Ausrotters, aber auch die Rasse Katar, die wir jetzt endlich freischalten können, aber auch diverse Färbemodule, die wir benutzen können, um unsere Rüstung zu färben und diverse kleine Änderungen, die wir in der nachträglichen oder während der nachträglichen Charakterveränderung benutzen können. Zum Beispiel sehen wir hier Erscheinungsbildoption weiße Augen. Damit können wir uns dann ja weiße Augen im Prinzip herbeizaubern. So, aber was ich euch heute zeigen will, ist nämlich die nachträgliche Charakterveränderung. Wir stehen hier, ich als Republikspieler auf der republikanischen Flotte, ja, im Norden kann man sagen, im rechten oberen Eck. Dort ist der Erscheinungsbilddesigner, so nennt er sich hier. Wir laufen einfach mal dahin und dann klicken wir auf das schöne Modul. Und dann öffnet sich im Prinzip, ja, das Charakterauswahlfenster, kann man so sagen. Wir können hier alle möglichen Hebel und Regler wieder verschieben. Wir können hier auch unsere Rasse ändern. Und wir sehen bereits unten in dieser, ja, Menüleiste die Kosten, Anpassungskosten, 882 Kartellmünzen zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Rasse von Mensch auf Mirialanerin ändere. Daneben seht ihr natürlich auch euer Guthaben. Ich habe jetzt 995 Kartellmünzen noch. Ich könnte jetzt theoretisch, ja, die Rasse wechseln. Möchte ich jetzt aber persönlich, ehrlich gesagt, gerade nicht machen. So, dann haben wir hier auch noch den Reiter Rabatte. Dort sehen wir Abonnentenvorteil. Die Spezies ist um 34% im Preis reduziert und ansonsten alles andere, also Körperbau, Kopf, Narben, Teint und so weiter, um 50% reduziert als Abonnent. Als Free-to-Play-Spieler würdet ihr also, ja, wenn ihr jetzt nur im Prinzip hier was dran regeln würdet, an den Reglern, das Doppelte bezahlen. Zum Beispiel beim Kopf sehen wir jetzt hier, ich stelle das hier nochmal gerade zurück, dass ich als Abonnent 80 Kartellmünzen zahle, ihr als Free-to-Play-Spieler oder ich, als wenn ich das Spiel Free-to-Play spielen würde, 160 Kartellmünzen dafür zahlen müsste. Also so gesehen lohnt sich der Abonnentenvorteil dort schon. Und ansonsten könnt ihr alles Mögliche rumstellen. Sei noch gesagt zum Beispiel, dass wenn ihr jetzt auf eine Rasse wechselt und hier noch ein bisschen an den Reglern rumstellt, dass das alles kostenlos ist. Das heißt, wenn ihr die Rasse wechselt, sind alle Modifikationen oder Modifizierungen, die ihr an eurem Charakter vornehmt, kostenlos. Ihr zahlt dafür nichts extra. Ich hoffe, ich konnte euch die nachträgliche Charakterveränderung oder der Erscheinungsbilddesigner, wie er hier genannt wird, ein wenig näher bringen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Kabasch.